Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Audis Videoblog, diesmal aus Indonesien. Wie ich euch versprochen habe, möchte ich euch heute zwei Früchte vorstellen. Das eine, das ist die Marquisa. Marquisa, bei uns auch gerne Passionsfrucht genannt, obwohl Passionsfrucht eigentlich dunkel ist, dunkellila und kleiner. Das ist die gelbe Variante, größer und schmeckt auch besser meiner Meinung nach. Und dann die Mangis, auch bekannt als Mangostin. Sehr lecker, wächst hier auch überall. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das isst. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. In Indonesien empfiehlt es sich, wenn man längere Fingernägel hat, dann kann man nämlich bei dieser Frucht einfach reinstechen. Man öffnet sie hier in der Mitte. Und dann hat man dieses Glibberzeug da drin. Das schmeckt aber super lecker. Wenn man das rausschlürft, dann schmeckt das sehr, 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 sehr süß. Und wenn man die Kerne zerbeißt, wird das, gibt das einen säuerlichen Geschmack noch dazu. Das heißt Süße mit Säure zusammen. Das sieht dann ungefähr so aus. Man muss sich da erstmal überwinden. Ja, wenn man das gemacht hat, das schmeckt wirklich lecker. So. Als nächstes kommt die sogenannte Mangis, Mangostin. Sie ist sehr hart. Man kann sie nicht einfach so essen. Man kann auch nicht einfach reinstechen, sondern man nimmt dieses vierblättrige Blatt, was sehr hart ist, und reißt es einfach ab. So. Und dann hat man hier jetzt eine weiche Stelle. Und diese weiche Stelle, da geht man jetzt mit seinem Fingernagel rein und öffnet die. Man muss also diese Frucht sozusagen in der Mitte auseinanderreißen. Man sieht, es hat eine sehr dicke Schale. Und innen drin hat man diese weißen, ja, sehen aus wie Knoblauchzehen, die aber unglaublich lecker sind. Was man macht ist, man nimmt sich so eine Zehe raus und isst die. Ich habe keine Ahnung, warum das Ganze jetzt hier gelb ist. Also es müsste normalerweise nicht gelb sein. So, man nimmt sich so eine Zehe heraus. Oh wow, super lecker und super, super süß. So, jetzt habt ihr Marquisa kennengelernt und Mangostin kennengelernt und wie man sie isst. Wenn ihr also nach Indonesien kommt, lasst euch schon mal die Daumennägel etwas länger wachsen, damit ihr hier Früchte essen könnt. Sie sind beide sehr, sehr süß, sehr, sehr lecker. Mehr von mir später.